Wir kommen heute zur ersten Folge von HackerRank, ein Portal, auf dem man seine Programmierskills testen kann und wo es eigentlich darum geht, natürlich mit den tollen Leistungen, die man da erbringt, irgendwie an Jobs zu kommen. Was mich an der Stelle allerdings deutlich weniger interessiert, weil ich will die Gelegenheit eher nutzen, das, was ich vor Jahren mal zu meinem Beruf gemacht habe und damit ein Hobby aufgegeben habe, jetzt wieder zurückzuändern und zu sagen, okay, Job interessiert mich im Moment weniger, aber ich möchte mein Hobby wieder ausüben. Und dafür heute fange ich noch nicht mit dem Programmieren wieder an, sondern ich werde erstmal in SQL einsteigen, also die Structured Query Language, mit der man Datenbanken abfragen kann und dort Informationen rauszieht. Und ich habe vor ein paar Monaten von diesem Portal erfahren und bin dann gleich erstmal eingestiegen und habe hier bereits zwar die ersten 4 Challenges im Basic Select Bereich absolviert, werde die aber mit euch heute nochmal durchgehen und werde so Stück für Stück erklären, so die Herangehensweise, Überlegungen und auch wie das Ganze mit SQL eigentlich funktioniert. Und ja, starten wir einfach in die erste Challenge und gehen wir mal durch, was da eigentlich gefordert wird, worum es geht. Ich werde generell mit der SQL-Sprache vom Microsoft SQL Server arbeiten, weil das auch das war, womit ich am öftesten gearbeitet habe. Und Oracle habe ich auch ab und zu benutzt, ist mir aber weniger vertraut. Mit DB2 habe ich normal gar nicht gearbeitet, das war eher ein Ausnahmefall. Und MySQL habe ich bis jetzt noch nicht wieder gearbeitet. Aber deswegen, die Sprache ist grundsätzlich sehr ähnlich. Das Einzige, was sich da ein bisschen unterscheidet, sind ein paar Keywords und ein paar Formatierungselemente. Aber ansonsten ist der Grundaufbau natürlich ziemlich gleich. Und ja, ich werde hier dann die Übersicht, die Aufteilung benutzen, wo dann der Fokus auf diesen, zum einen hier dann eben steht, was ist die Aufgabe, und hier drüben eben das Edit-Fenster verwenden. So, also die erste Frage ist, das hier ist die Tabellenstruktur, also so wie die Datenbanktabelle aktuell aufgebaut ist. Da gibt es einfach ein Feld, das sozusagen den Primärschlüssel darstellt mit einer Nummer. Dann gibt es mehrere Textfelder. Das Varchar heißt eben, dass es ein variabler Charakterspeicher ist, in dem eben in dem Fall ein Name, dann eine Länderabkürzung abgespeichert wird und eine Distriktbezeichnung sowie die Anzahl der Personen, die dort leben. Und hier ist jetzt erstmal die Aufgabe, ich soll alle Spalten selektieren von allen amerikanischen Städten, welche eine Bevölkerung haben, die größer ist als 100.000. Und der Country Code ist mir hier noch mitgeteilt, für Amerika ist in dem Fall USA. Jetzt guckt man erstmal, also das Submit Code muss ich jetzt noch nicht machen, ich kann jetzt einfach mal gucken. Okay, ich mache Run Code, habe ja jetzt noch nichts eingegeben, das heißt, es kann nichts zurückkommen und mir wird dann hier erstmal angezeigt, okay, Test Case gescheitert, weil mein Output ist nichts gewesen, da ist nichts zurückgekommen und der erwartete Output ist eben, dass diese Länder hier angezeigt werden, also beziehungsweise eben in dem Fall Städte und eben, dass für alle Spalten was angezeigt wird. So, wie sieht das Ganze jetzt aus? Also standardmäßig beginnt eine SQL-Select-Abfrage eben mit dem Select-Wort. Das Stern steht dafür, dass ich eben keine Beschränkung mache, sondern dass ich alle Spalten, die verfügbar sind, abfragen werde. Und danach sage ich eben, ja, was frage ich dann ab? Also von wo will ich die Abfrage machen? Das heißt, das ist dann das From-Wort und hier kommt dann der Tabellenname rein, in dem Fall City. Im Regelfall ist es so, dass die Groß-Kleinschreibung nicht so wichtig ist, was diese Elemente angeht. Bei Datenfeldern selber, wenn ich jetzt einen Vergleich auf ein bestimmtes Textfeld mache, dann ist die Groß-Kleinschreibung wieder relevant. Aber meistens ist normal diese Schreibweise hier nicht so relevant. Das heißt, ich kann die einfach generell kleinschreiben, was ich auch ganz gerne mache, um letztlich die großgeschriebenen Schlüsselworte, die eben zur Sprache gehören, von den Dingen zu unterscheiden, die jetzt Namen, Bezeichner von irgendwelchen Elementen sind. So, also ich soll jetzt eben alle Sachen abfragen und wenn ich das jetzt laufen lasse, dann bekomme ich zumindest alles angezeigt, aber ich habe jetzt natürlich noch keine Filter drin. Das heißt, wie man hier schön sieht, es gibt eben mehrere USA-Einträge, aber es gibt auch einen niederländischen Eintrag und damit ist das letztlich nicht erfüllt und es gibt natürlich auch ein paar amerikanische Einträge, die haben mehr als 100.000 und deswegen
geht es dann darum zu sagen, okay, ich muss erst mal USA einschränken. Das heißt, das mache ich dann mit der Wehrklausel an der Stelle und sage erstmal Country Code. Wie gesagt, ich kann das hier alles klein schreiben und sage, dass dieser Wert identisch sein soll mit USA. Und die zweite Einschränkung, die ich dann noch ergänzen soll, ist dann, dass ich die Bevölkerung, gut, das ist jetzt noch nicht der Spaltenname, sondern der Spaltenname ist Population, und dort soll ich die 100.000 beschränken, also nicht gleich, sondern ich soll sagen, dass es größer sein soll. Hier habe ich jetzt zumindest auch nicht den Fall, dass welche genau 100.000 ist, aber hier ist auch keine Aussage größer oder gleich 100.000, von daher ist eben das Größerzeichen zu verwenden an der Stelle. Und das sollte jetzt zumindest den Testcase schon mal erfüllen. So, mein Output ist okay, Expected Output stimmt überein, Testcase 0 ist erfüllt. Das heißt, das sieht zumindest nach einer ganz brauchbaren Lösung aus. Ich kopiere die mal noch in ein anderes Notepad mit rein für mich. Und jetzt ist letztlich das Einzige, was ich machen muss, Submit Code und hoffen, dass das Ganze ja, durchläuft. So, congratulations, you solved the challenge und ich habe 10 Punkte geerntet. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt die Punkte nochmal bekomme, weil eigentlich habe ich die ja schon mal gelöst. Aber dann können wir jetzt direkt zur nächsten Challenge übergehen. Das heißt, das ist nicht diejenige. Ich möchte ja letztlich die hier mit euch auch nochmal durchgehen, das heißt die Select Query 2 und schauen mal, was da genau gefordert wird. So, also die Tabelle ist im Endeffekt das gleiche, wieder ID, Name, County Code, District und so weiter. County Code ist 100.000, wieder USA und Query all the names of all American cities in city. So, da nehme ich jetzt mal das Statement von vorhin, weil das ist ja ohnehin die gleiche Abfrage gewesen, nur jetzt der Unterschied, ich soll nur die Namen selektieren. Das heißt, statt allen Spalten, die verfügbar sind, beschränke ich das auf alle wieder auf Name, also auf die Spalte Name und sage dazu, also Country Code soll weiterhin eingeschränkt bleiben, aber jetzt ist die Population larger than 120.000, das heißt, ich ändere hier jetzt die Zahl ab. Und sollte jetzt direkt ja, meinen Testcase erfüllt haben und damit sieht es ganz gut aus. Das heißt, auch das wäre direkt schon die Antwort für die zweite Challenge, die ich dann gleich übernehmen kann. So, schauen wir mal, ob das auch bei der Gesamtprüfung standhält. Und ja. Die Challenge ist auch aufgelöst. So, dann nehmen wir uns jetzt nochmal die Select All vor. So, ich habe jetzt hier immer noch die gleiche Tabelle. Query all columns, attributes for every row in the city table. Okay, das heißt, er will jetzt, dass ich eventuell alle für jede Zeile in der Datentabelle frage. Also gucken wir erstmal, lassen wir erstmal laufen und gucken mal, was das Testergebnis sein soll, was er eigentlich erwartet. Also an sich wird hier alles ausgegeben. Das Einzige, was ein bisschen merkwürdig ist natürlich, dass wir vorher eine eingeschränkte Abfrage haben und eigentlich an der Stelle ja jetzt, also statt Name machen wir wieder das Stern und an sich muss ich jetzt eigentlich nur alles abfragen. Das heißt, ist das das, was er erwartet an der Stelle? Ja, sieht ganz so aus. Also das heißt, die dritte Challenge ist an der Stelle sogar einfacher als die erste. Und, aber es ist soweit okay, dann kriegt er halt jetzt die Komplett-Tabelle aufgelistet. Ja, okay. Also, damit ist auch die dritte Challenge korrekt erfüllt. Und die letzte, die ich dann damals vor ein paar Monaten schon gleich, weil es so einfach war, gemacht habe. Also jetzt hier die vierte in der Runde. So, diesmal sollen jetzt alle Spalten für die City, also wir machen wieder Select All from City. Aber diesmal ist die Einschränkung nicht Bevölkerung oder Land, sondern es soll nach einer ID gefiltert werden. Also in dem Fall dann das ID-Feld und das soll den Wert 1661 haben. So, schauen wir mal, ob das das ist, was er sich vorstellt.
Und ja, anscheinend ist das die richtige. Gucken wir mal, ob das dann alles soweit passt. Okay, sieht okay aus. Gut. Damit wäre die vierte Challenge erfolgreich abgeschlossen. Und jetzt kann ich endlich mit euch auch in die Challenge starten, die ich mir noch nie angeschaut habe. Und schalten wir gleich mal um. Also, ich soll alle Felder, alle Spalten letztlich. Hier ist auch ein bisschen missverständlich, dass All Attributes gemacht werden, weil eigentlich sind es hier, ist zumindest die Spalten werden hier Felder genannt, woanders heißen sie Columns und so weiter. Aber ja, das ist dann eben je nach Gebrauch ein bisschen verschieden. Aber an der Stelle einfach wieder das Select-Sternchen von Every Japanese City diesmal. So, und hier ist jetzt wieder, okay, da ist jetzt Country Code gleich wieder komplett groß geschrieben. Das heißt, den werde ich jetzt trotzdem nochmal neu schreiben, einfach um die einheitliche Kleinschreibung an der Stelle zu haben. Und an der Stelle ist natürlich die Abkürzung für den Country Code von Japan zu verwenden. Und damit sollte eigentlich die Aufgabe auch schon erfüllt sein. Das heißt, diesmal ist eben alle Städte aufzulisten. Und zumindest ist er damit zufrieden. Also der Output hat mit dem übereingestimmt, was er erwartet. Also geben wir es gleich in die allgemeine, also in die reguläre Prüfung. Und soweit okay. So, Prüfung Nummer 6 ist jetzt Query the names of all Japanese city in the city table. Gut, das heißt, wir können eigentlich die Query von gerade eben verwenden und schränken jetzt wieder ein, so wie vorhin auch, einmal auf die Name-Spalte. Und eine weitere Einschränkung ist nicht erwünscht. Test Case passt, also Submit. Okay, jetzt hat er es gemacht und die Challenge ist abgeschlossen. So, und jetzt geht es dazu City and State from Station Table. Okay, also wir bekommen jetzt eine neue Tabelle und in der sind jetzt Städte, Staaten, oder es ist eher ein Statusfeld. Mal gucken, was da nachher drin steht. Beziehungsweise gucken wir doch einfach mal, was er denn da als Output erwartet, um das vergleichen zu können. Ah, Compiler matches wrong answer. Okay, das heißt, er sagt mir nicht, was er genau erwartet, sondern ich soll dann selber irgendwas anstellen. Also gut, aber machen wir erstmal ein normales Select, um zu gucken, was denn so in der Tabelle als Ganzes drin ist. Das heißt, wir holen uns erstmal alle Daten raus und schauen uns die an. Weil ich bin ja nicht nur dabei, die Challenge zu erfüllen, sondern ich bin natürlich auch neugierig, was da genau drin steht. Und ja, anscheinend ist es eher tatsächlich ein Country Code. Das werden wahrscheinlich so zweibuchstabige Country Codes sein von den Bundesstaaten in den USA. Und anscheinend sollen im Moment eben nur dann die Namen mit den Abkürzungen selektiert werden. Mal gucken, hast du jetzt unten noch, okay, da ist eine ganze Menge an Sachen drin und die einzige Rückmeldung ist, dass es die falsche Antwort ist. Gut, dann beschränken wir jetzt die Auswahl auf zwei Spalten, und zwar einmal die City-Spalte und die State-Spalte. Ansonsten, Filter soll nicht weitergesetzt werden, also eine Where-Klausel brauchen wir nicht, also sollte das jetzt zumindest die beiden Informationen ausreichen. Und ja, hier oben steht jetzt schon, der Testcase ist durchgelaufen. Und mal gucken, was er mir denn für eine Antwort gibt. Gar keine. Okay, also das heißt, wenn kein Fehler auftritt, dann gibt er mir nur meine Ausgabe und sagt, okay, passt. Das heißt, das wäre dann die Antwort für die nächste Challenge. Und das ist jetzt die Nummer 7. Ich weiß zwar noch nicht, warum, was das mit Wetterobservationsstationen zu tun hat, aber gucken wir mal, was noch an Abfragen dazu kommt. Weil Latitude und Long, das sind wahrscheinlich einfach noch, ah ja, genau, Northern Latitude und Western Latitude. Das heißt, es sind eigentlich einfach Koordinaten, wo die Stationen dann jeweils sind. Aber mal gucken, was wir damit noch anstellen sollen. So, der ist auch zufrieden. Da gibt es sogar 15 Punkte jetzt dafür. Und auf zur nächsten Challenge. Query a list of city names from station with every ID numbers only. Are with even ID numbers only. You may print the result in any order, but must exclude duplicates from your answer. Das ist ja schon mal interessant. Wie finde ich denn raus, welche gerade Nummern sind? Warum sollte ich denn Duplicates da drin haben?
Also ID ist ja normalerweise ein Feld, was, also nehmen wir mal die Abfrage von vorhin. Da ist ja zumindest Station schon drin. Okay, also machen wir erstmal einen Testlauf mit ID und City und gucken mal, was da zurückkommt und wie der Testcase darauf reagiert. Okay, der Testcase ist auf jeden Fall schon mal nicht zufrieden, weil eine Modulo-Rechnung, die auf 2 geht, wäre ja an der Stelle eigentlich nicht so sinnvoll. Und ein Distinct, wobei mal gucken, vielleicht reicht ihm das ja doch schon. Distinct ist eine Bezeichnung, dass eben hier must excludes duplicates from your answer. Das heißt, obwohl natürlich in jeder Datensatz selber trotzdem eindeutig ist, heißt das, dass hier mehrere Datensätze auftauchen können, wobei hier sind unterschiedliche Nummern drin, aber tatsächlich mit der gleichen ID. Also das heißt, die ID ist dann dort nicht eine Ordernummer, weil für eine normale Tabelle könnte man nicht mehrere Primärschlüssel mit der gleichen Nummer vergeben. Aber dann werde ich erstmal das Distinct reinnehmen an der Stelle und mal gucken, ob er damit schon zufrieden ist oder ob ich tatsächlich noch gerade Nummern rausfiltern soll. Weil da wüsste ich ja zumindest nicht automatisch irgendeine Rechenanweisung. Das Einzige ist natürlich, wobei ID ist im Moment eine Number, weil sonst könnte ich sagen, endet auf 0, 2, 4, 8, 6. Und könnte so sagen, okay, das sind dann die, also er hat jetzt hier auch eine automatische Sortierung drin. Aber vielleicht kann ich ja mal gucken, wobei ich das immer ein bisschen blöd finde, weil teilweise ist in den Diskussionen bereits Lösungen reingepostet worden und die will ich mir im Moment ja nicht angucken, weil ich will ja eigentlich selber auf die Lösung kommen und nicht dadurch, dass irgendjemand da schon was reingeschrieben hat. Also probieren wir jetzt erstmal eine entsprechende Where-Klausel einzusetzen, mit der ich zumindest die ID irgendwie ausfiltern kann. Wobei wahrscheinlich soll ich nur die City anzeigen. Und ID soll ich aber nur letztlich als Filterkriterium verwenden. Ich wüsste aber jetzt nicht, dass es einen Modulo-Operator bei SQL gibt. Okay, bei TransactSQL gäbe es das sogar. Das wäre echt lustig, wenn es... Okay, mal gucken, ob das Ding benutzbar ist. So, dann wäre nämlich ID und 2... Und das Ergebnis müsste 0 sein. Nee. Mod ist nicht bekannt. Ich könnte jetzt einfach versuchen, das Ding in eine String umwandeln zu lassen. Und da nämlich dann mit einem String-Operator drauf zu gehen, der dann sagt, okay, alles was auf 0, 2 oder 4 endet, ist okay und alle anderen nicht. Das heißt, ich hätte hier jetzt einfach dann mehrere ORs drin, die sozusagen die geraden Ziffern abbilden oder die geraden IDs. Schauen wir mal, ob das gemeint ist oder ob ich die Frage einfach komplett falsch verstehe. Gucken wir mal, ob er das hinbekommt. Okay, aber ihm passt es noch nicht. Okay, aber ich sollte ja die ID eigentlich nicht selektieren, sondern ich soll ja nur die City Names selektieren. Tatsächlich. Also es ist so, dass ich die geraden IDs selektieren soll, was jetzt relativ leicht war, das einfach über ein Like zu machen. Aber ja, da ist immer noch die Frage, ob ich dann so eine Aufgabe richtig verstehe, weil das Englische ja dann doch nicht meine Muttersprache ist, dass ich sicher sein kann, meinen die das jetzt wirklich? Aber ja, ich würde zwar nie auf die Idee kommen, in der Praxis wirklich eine Selektion über diesen Mechanismus zu machen, aber gut. Es sind halt Test-Challenges, die dann in dieser Form halt ausgedacht sind. Und mal gucken, ob tatsächlich der... Also nicht nur der Testcase, sondern ob auch die Prüfung, weil die Prüfung, die jetzt bei dem Submit-Code stattfindet, kann durchaus noch ein bisschen umfangreicher sein und kann auch weitere Testcases oder andere Dinge enthalten. Und dann kann das eventuell doch fehlschlagen. Es gibt auch einen direkten Prozent-Operator. Werde ich gleich nochmal ausprobieren. Okay. Also ich habe gerade noch einen Vorschlag im Chat bekommen und einfach mit einem Prozentzeichen zu arbeiten, was dann wahrscheinlich auch ein Modulo-Operator ist. Gucken wir mal. Nee, das wird so nicht... Achso, Gleichheitszeichen. Ah ja, okay. Danke für den Hinweis. Das heißt, mit Prozent kann ich auch einfach so ein
Modulo-Operation starten. Das heißt, da sieht man schon, also es gibt auch immer durchaus mehrere Wege, zu einer Lösung zu kommen. Ich habe erstmal den umständlichen gewählt, weil Like kenne ich zumindest und die Möglichkeit, dass ich dort das dann über einen String-Vergleich letztlich hinbekomme. Der Prozentoperator war mir nicht mehr bekannt. Gucken mal, ob das Ding damit auch zufrieden ist. Das wäre auf jeden Fall natürlich eine effizientere Variante, weil logischerweise einmal keine Umwandlung notwendig ist. Ja, passt auch. Weil zum einen keine Umwandlung der Elemente notwendig ist, sondern das dann auf einer Zahlenebene verglichen wird und natürlich auch schneller vom Server optimiert werden kann. Aber dann starten wir mal in die nächste Challenge. Mal gucken, was Sie da anstellen wollen, ob Sie jetzt dann die Ungeraden haben wollen. Let n be the number of cities entries in station and let n' be the number of distinct city names in station. Query the value of n minus n' from station. In order, other words, find the difference between the total number of city entries in the table and the number of distinct city entries in the table. Okay, anscheinend zieht die Schwierigkeit da doch schon ein bisschen an, weil ich würde hier dann auf jeden Fall mit einem Doppelselect arbeiten. Das heißt, ich müsste ja die beiden, also mit einem Inner Join arbeiten, aber mal gucken. Also einmal die Anzahl der Städte-Einträge in der Station und ich kann hier, glaube ich, einfach mit den Counts arbeiten. Und n' be the number of distinct cities name in station. Also dann gucken wir doch erstmal, dass wir die Zahlen rausfinden. Ich hoffe, dass er mir die einfach anzeigt. Weil an der Stelle wäre es auf jeden Fall erstmal das Select, aber an der Stelle machen wir dann nicht den Dings, sondern wir machen den Count. Den habe ich da jetzt nicht mehr drin. Aber ich kann nämlich einfach einen Count erstmal drumherum setzen, womit ich mir dann die Zeilenanzahl innerhalb der Tabelle ausgeben kann. Und genau, das from und dann machen wir wieder station. So, das wird zumindest erst einmal nur natürlich jetzt die erste Abfrage. Okay, die Tabelle hat insgesamt 499 Einträge. Natürlich ist das noch nicht die Antwort, die er haben möchte, weil ich soll ja die Differenz zwischen der Gesamtanzahl der Städteeinträge und der Tabelle und der Number of von eindeutigen Cities. So, dann machen wir mal jetzt noch ein so, das heißt, ich muss dann nämlich nicht Stern, sondern ich muss ja jetzt erstmal die Number of City Entries, das heißt natürlich City selber. Das sollte sich jetzt noch nicht unterscheiden. Aber wenn ich jetzt den Distinct reinnehme, dann sollte er, wenn es doppelte Städte gibt, na, nicht den da, sondern Distinct, dann sollte er hier jetzt eine andere Zahl ausweisen. Ja, wenn die jetzt in dem Testcode natürlich oder in den Testbeispielen keine Informationen oder keine doppelten City Names haben, ist es natürlich ziemlich unnötig. Dann könnte ich jetzt einfach sagen, weil es wäre ziemlich absurd, weil das wäre auch nicht wirklich eine Lösung, aber ich kann natürlich auch einfach einen Festwert laufen lassen und sagen, okay, das wird jetzt natürlich für alle ausgegeben. Machen wir jetzt nochmal ein Distinct rein und schummeln mal und gucken mal, ob der tatsächlich einfach nur eine 0 als Antwort haben will. Also mal gucken. Nee, also das will er nicht haben. Das wäre ja auch ein bisschen merkwürdig gewesen. So, gucken wir uns doch erstmal die Cities nochmal an. Also was genau hast du jetzt da drin? So, das sind jetzt die Namen. Machen wir mal noch ein Order by, damit ich mal selber gucken kann, was er da jetzt eigentlich genau meint. Also beziehungsweise inwieweit da doppelte Einträge drin sind. Vielleicht fällt mir ja so schon einer ein und dann hat das mit dem... Okay, Bennington. Gut. Das heißt, wir haben doppelte Einträge drin. Das heißt, das mit dem Distinct Count Stern hat oder Count City hat vorhin nicht funktioniert. Und da ist nur die Frage, wieso hat das Distinct an der Stelle noch nicht gegriffen? Also ich kann natürlich dann auch immer mit dem Subselect arbeiten. Ich gehe gerne schnell in die etwas komplizierteren Lösungen, auch wenn es eventuell eine einfache gibt, aber zumindest an das kann ich mich erstmal erinnern. So, jetzt machen wir erstmal wieder ein Select Stern und dann machen wir das hier als Subselect.
Das Order by brauche ich natürlich an der Stelle nicht, weil es geht mir nur darum, dass ich mir zählen kann und dann Count reinlege. So, wenn ich jetzt zähle, müsste es ganz normal unsere 499 sein von vorhin. Oder auch nicht. Ich weiß natürlich nicht, ob der die Subselects hinbekommt oder ob ich den Syntax korrekt habe. Ja, okay. Also ich muss noch den Alias angeben, damit diese das Subselect identifizierbar ist. Also 499. Und wenn ich jetzt das Distinct an die Stelle wieder reinsetze, dann sollte ich jetzt eine andere Zahl bekommen. Okay, 486. So, das heißt, also kompliziert genug gedacht, das heißt, ich mache zwei Subselect, einmal mit und einmal ohne Distinct und ziehe dann die beiden Werte voneinander ab, weil ich kann letztlich auch mit diesen beiden Werten rechnen. Beziehungsweise die Frage ist immer noch, warum ich eigentlich hier mit dem Count nicht geklappt hat. Wahrscheinlich, weil das Distinct letztlich erst danach greift und der Count greift halt durch alle Datensätze, bevor das Distinct gegriffen hat. So, das heißt, an der anderen Stelle habe ich natürlich das Select Count Stern ganz normal. Das kann ich ja dann das von City ganz regulär beziehungsweise vom Station ganz normal verwenden. Und jetzt habe ich im Endeffekt zwei Werte, die ich eigentlich in zwei Spalten haben möchte, damit ich sie voneinander abziehen kann. So, select. So, das heißt, hier bräuchte ich ein Alias. As, nennen wir das mal all. All stations. So, Unterstriche kann ich reinmachen. So, und dann select all stations minus. So, das machen wir jetzt A, das machen wir B draus. So, A.allStations minus B. So, AsStation, machen wir das S noch dran. So, mal gucken, ob das jetzt vom Syntax her schon hinkommt. Select das minus das from. Jetzt brauche ich natürlich wieder, okay, ich habe jetzt zwei Tabellen da drin. Wie war denn jetzt die Aufzählung? Habe ich die einfach nur mit dem Komma getrennt? Ja, es ist halt schon eine Weile her und genau deswegen will ich auch die ganzen Sachen machen, einfach um ja, mich wieder an die Syntax zu gewöhnen. So, hier hatte ich jetzt das Select Count Stern, wo ich alle haben wollte. Hier habe ich die Select, habe ich die Distinct-Abfrage drin. Aber ich habe hier jetzt natürlich noch nicht das Subselect drin, weil das ist ja eigentlich auch nochmal eine eigenständige Tabelle, wo ich mir den Count-Wert erstmal abholen muss. Das heißt, du bist ja eigentlich schon Tabelle C an der Stelle. War das der Fehler? Ja! Hey! Keine Ahnung, ob ich zu kompliziert gedacht habe, aber zumindest ist der Testcase zufrieden und ich habe das sozusagen so zusammenbekommen. Also es ist tatsächlich so, also einmal eben klar den regulären Count-Stern verwenden, wo mir die Gesamtzahl zurückgegeben wird, dann einmal nur die Distinct Cities machen, sie dann nochmal zählen lassen und diese beiden Zahlwerte im Endeffekt voneinander abziehen. Also gucken wir mal, ob das Gesamtergebnis auch als solches in Ordnung geht oder ob nur der Test aktuell zufrieden ist. Okay, hat anscheinend gepasst. Also, keine Ahnung. Da können wir jetzt mal nachschauen in die Informationen dazu. Also da der jetzt abgeschlossen ist, mal gucken, die Discussions dazu. So, was stehen da noch drin? Ah, okay, man hätte es auch anscheinend deutlich einfacher machen können, wenn das funktioniert. Das heißt, das Distinct hätte ich in die Klammer reinschreiben müssen. Dann hätte ich das direkt voneinander abziehen können. Okay, das will ich gleich nochmal testen, weil nachdem es kompliziert gegangen ist, möchte ich es natürlich auch ein bisschen einfacher nochmal ausprobieren. Okay, also probieren wir es aus. Dass das Ganze statt mit drei Subqueries zu arbeiten, man das sehr viel effizienter hätte machen können, indem ich das Distinct hier reingeschrieben hätte. Also select count Stern, stattdessen count City und davon dann
das gleiche nochmal abziehen. Ah ne, genau, das Distinct sollte ja in die Klammer und dann einfach nur from Station. Ja, warum es einfach machen, wenn man es auch kompliziert lösen kann? Also, das hätte man also auch verwenden können. Das heißt, das Distinct dann in die Count-Anweisung mit reinziehen, dann geht es auch. Gut, machen wir da nochmal einen Submit und gucken, ob das okay geht. Aber ich denke schon. Theoretisch hätte man das jetzt wahrscheinlich auch einfach, wenn man diesen Wert geklappt hat. Wobei, da hoffe ich ja, dass die dann auf der anderen Challenge, also wenn sie das tatsächlich regulär überprüfen, noch andere Daten verwenden, sodass man da nicht einfach ein Select 13 machen kann oder sowas. Okay, also weiter zur nächsten Challenge. So, query the two cities in station with the shortest and the longest city names, as well as their respective lengths in number of characters in the name. Also ich soll die beiden Städte selektieren, die den kürzesten und den längsten Namen haben. If there is more than one smallest or larger city, choose the one that comes first when ordered alphabetically. Okay, ich soll die Anzahl auch mit ausgeben. Das heißt, dann könnte ich das eigentlich eventuell über die Heading-Klausel machen. Aber mal gucken. Es ist ja vor allem die Schwierigkeit, dass ich die... Also machen wir erstmal die Selektion. Weil ich hoffe mal, der Längenoperator sollte eigentlich funktionieren. Mal gucken, ob der zur Verfügung steht. Also machen wir erstmal wieder Select Stern an der Stelle. Brauchen wir einmal das City. Und dann eigentlich ein Len müsste die Funktion heißen, wenn sie denn existiert. Wenn nicht, muss ich nochmal nachschauen, was aktuell für Funktionen da eventuell zur Verfügung stehen könnten. Und klar, from Station. So, gucken wir mal, was da aktuell überhaupt verfügbar ist. Okay, also die Funktion passt. Und jetzt muss ich natürlich nur noch die Filtermechanismen rausholen. Das heißt, ich müsste jetzt ein Min und ein Max von Len eigentlich ermitteln. When ordered alphabetically, the city names are listed as... Achso, genau, ich sollte noch eine alphabetische Sortierung reinbringen. Order by city. Listed as with respective lengths 3343. The longest name city is obviously BQRS, but there are three options for short. Und da soll ich dann, da müsste es einzeln. You can write two separate queries to get the desired output. It need not to be a single query. Ah ja. Ach so, na dann ist es ja einfach. Weil dann brauche ich ja nur ein Min und ein Max zu selektieren. Und ein Top 1. Das wäre auf jeden Fall ziemlich easy. Also da ist zum Beispiel, wenn ich jetzt hier sage Top 1, dann bekomme ich nämlich nur die erste Zeile ausgegeben. So, jetzt ist natürlich die Sache, wie sorge ich dafür, dass ich hier nur die kürzesten bekomme? Das ist relativ einfach, weil ich kann nämlich jetzt... so, den Alias kann ich eh nicht verwenden, aber es gibt nämlich eine weitere Filterfunktion. Muss ich mal noch kurz überlegen. Also ich nehme das Top gerade mal nochmal raus und mal gucken, ob das funktioniert, wenn ich das bloß so auskommentiere. Und hier werde ich dann nochmal ein Min, und zwar letztlich von dieser Funktion. Das heißt, da wird mir dann ausgegeben, was der Mindestwert wäre, und nach dem könnte ich nämlich dann filtern. So, mal gucken, was da ausgegeben wird. Okay, das gefällt ihm aktuell nicht. Ach so, genau. Jetzt fehlt nämlich das Goodbye noch. Weil wenn ich nämlich so eine Funktion drin habe, dann muss er sagen können, okay, an welchen Werten soll ich das jetzt gruppieren? Das ist nicht der Min-Wert, den ich haben möchte. Ich hätte eigentlich lieber einen Min-Wert, der über alle drüber geht. Okay, ich denke ja meistens eher komplizierter anscheinend, als sozusagen das Ganze möglich ist. Deswegen mache ich mir jetzt hier nochmal einfach wieder ein Subselect, um einfach mal jetzt den Min- und Max-Wert rauszubekommen. Max.
Aber dazu brauche ich jetzt tatsächlich einen Namen. Dann machen wir jetzt hier wieder As A, Max A und Min A from Subtable, also Subselect. Und mal schauen, was er dazu sagt. Achso, doch, genau. Ich brauche hier noch ein As B, B.A und B.A. Also das erste, das ist im Endeffekt der Tabellenname, der virtuelle, und das ist der Spaltenname für die Spalte, die ich dort berechne. Und hier habe ich, sage ich eben, von Tabelle BA, soll Spalte A ausgegeben werden. Und mal gucken, ob ihm das dann passt. Ja. Das heißt, die maximale Länge der Stadt ist 21 und die kürzeste ist 3. Und jetzt wäre natürlich das Lustige, wenn ich mit dem Select hätte ich ja beide Informationen, die ich brauche, und könnte das rausfiltern. Aber also das eine ist letztlich die Min und Max in einem Subselect reinzusetzen und dort dann tatsächlich dynamisch mit einem Filter den Select zu machen. Ich soll aber mit der Länge das Ganze ausgeben. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie ich das am geschicktesten anstelle. Weil natürlich könnte ich jetzt einfach einen Filter machen und sagen, okay, City und Längen, und ich könnte sagen, okay, Top 1 von City-Länge mit 3 und das andere mit 21, aber das war ja hart verdrahtet. Ich will ja nicht, dass es sozusagen unflexibel ist, sondern ich möchte ja wirklich zur Laufzeit ermitteln können, okay, das ist Wert 1, das ist Wert 2, und dann möchte ich genau den ersten Datensatz ausgegeben haben. Also jetzt mache ich erstmal den Select für für die erste. Das heißt, ich brauche hier jetzt wieder City und Length City, damit ich natürlich beides ausgeben kann. Und zwar from Station natürlich, klar. Und dann jetzt aber, hier kann ich jetzt eine einfache Where-Klausel machen. Where, mal gucken, ob das LandCity auf eine Where-Bedingung funktioniert. Weil es ist ja zumindest keine Group-Funktion, weil für die Group-Funktion bräuchte ich das Having. Aber für das Normale kann ich auch das in der Where-Bedingung machen. Es ist natürlich super ineffizient, in einer Where-Bedingung einen Subselect zu haben, vor allen Dingen so einen. Aber hoffen wir mal, dass der Server schnell genug ist, dass in 3 Sekunden die Abfrage durchläuft. Weil das sind irgendwie so die Beschränkungen, die diese Testszenarien haben. So, jetzt machen wir erstmal das Min als erstes. Die hebe ich mir mal noch auf. So. Das werde ich jetzt mal auskommentieren. Nicht, dass ich da nachher einen Fehler bekomme. So. Also ich will jetzt hier erstmal nur den Min-Wert haben. Den habe ich mir ja vorhin schon selektiert. Und das ganze restliche Select bleibt so, wie es ist. Nur, dass es jetzt hier eben insgesamt eingeklammert wird. Also das Select from, dann das Subselect, aus dem ich überhaupt den Datenwert extrahieren kann. Und hier ist es dann einfach das Select nochmal einzuklammern. Allerdings brauche ich an der Stelle jetzt kein Alias, weil ich ja keine From-Klausel wirklich habe. Und mal gucken, ob er mir hier was selektiert. Okay, genau. Er hat jetzt das hier. Das heißt, ich brauche jetzt das noch die Order-Klausel. Es ist natürlich nicht die Antwort, die er haben will, aber ich brauche jetzt hier noch das Order by City, damit letztlich die A-Stadt natürlich nach oben kommt. Und dann mache ich jetzt das Top 1. Das wäre sozusagen jetzt meine Lösung für den ersten Teil. Das heißt, das ist jetzt die kürzeste Stadt, und das gleiche wiederhole ich jetzt mit einer zweiten Abfrage. Wobei die Sache ist, da steht zwar, dass man 2 separate Queries machen kann, aber wozu? Also beziehungsweise weil es gibt nämlich dieses nette Union, womit ich 2 Abfragen oder im Endeffekt 2 Datensätze, nein, nicht Datensätze, also dass ich 2 Abfragen wieder zusammenbringen kann. Und das Einzige, was ich jetzt hier ändern muss, ist, dass ich hier jetzt nicht mehr Min, sondern das Max reinnehme. So, dann gucken wir mal, was er mir jetzt liefert. You did not pass the test. Ja, okay. Was habe ich bei dem Union jetzt verkehrt gemacht? Muss ich mal in den Syntax nachgucken.
Muss ich das noch irgendwie in Klammern setzen oder war da noch irgendwas anderes zu beachten? Eigentlich nichts. Okay, dann teste ich erst nochmal, ob die zweite Abfrage in der Form korrekt ist und das Ergebnis liefert, was ich haben möchte. Ja, doch, also die gibt auf jeden Fall das richtige Ergebnis zurück, die 21 Buchstaben lange Stadt. Mal gucken, ob es hier mehrere gibt. Und ob es dann wichtig ist. Okay, hier gäbe es zwar nur eine, aber ich lasse das Top 1 mal trotzdem drin. Jetzt ist nur die Frage, warum das Union nicht funktioniert. Dann machen wir es tatsächlich mit zwei getrennten Abfragen und lassen die nacheinander ablaufen. Vielleicht haben sie das Union auch blockiert. Okay, also damit ist er auch zufrieden. Und dann gebe ich doch das mal in die allgemeine Prüfung. Gut, oh, dafür gab es jetzt schon 30 Punkte. Das ist sozusagen die Währung, die man dann als Belohnung erhält, wenn man die Challenges löst. Und jetzt bin ich natürlich wieder gespannt, ob ich mir das wieder viel zu kompliziert überlegt habe, dass ich erst letztlich den Select mache, um die Länge zu ermitteln, dann mit einem Max bzw. mit einem Min den Wert des höchsten oder kleinsten nehme und danach dann den eigentlichen Select mit dem Top 1. Also mal gucken, was so an anderen Vorschlägen drinsteht. Also was ist denn die Diskussion? Okay, der hat auch mit dem Subselect gearbeitet. Mit Row Number, Select Length City. Okay, also auch zwei Subselects. Gut, diesmal habe ich anscheinend nicht viel zu kompliziert gedacht. Select City Length from, Select A, Row Number. Die haben die Zeilennummer selektiert und haben dann das, was mit der Zeilennummer übereinstimmt, rausgenommen? Oder ist das, achso, das Row Number 1, das kann auch einfach ja, so eine Syntax von Oracle sein, weil die natürlich nicht mit Top arbeiten, sondern das sind dann wieder, da sind genau diese kleinen Unterschiede, genauso wie hier bei MySQL dann Limit 1 verwendet wird, da wo halt bei MySQL mit Top 1 gearbeitet wird. Das sind sozusagen die kleinen Syntaxunterschiede, auch wenn die inhaltlich genauso arbeiten. Interessant, hier scheinen nicht viele mit MS SQL zu arbeiten. Aber es sollte doch Ascending benutzt werden. Also zumindest hat er keinen Fehler gebracht. Weil Standard ist Ascending. Also deswegen muss man das, also man kann, wenn man bei Order By, kann man aufsteigend eben mit Ascending oder als absteigend sortieren. Ah, das ist, weil die ja, weil sie einfach die Länge sortiert haben und beziehungsweise eben die Länge genommen haben und nach der Länge sortiert haben, damit letztlich der oberste Eintrag das ist. Okay, dann habe ich doch wieder komplizierter gedacht, als sozusagen die einfachere Lösung möglich wäre. Weil hier ist es tatsächlich dann so, man nimmt sich einfach die Stadt raus, die die kleinste Länge hat. Das einzige Problem ist aus meiner Sicht, wenn... Ah, okay, hier ist es auch noch aufgeführt. Aber City hätte ja trotzdem Ascending sein müssen und nicht Descending. Genau. Deswegen, weil die Stadt soll ja alphabetisch aufsteigend sortiert sein, deswegen muss da Ascending drinstehen und mit Descending wird es halt gegenteilig sortiert. Aber klar, das wäre natürlich auch die Option. Das heißt, dann hätte ich mir die Subselects und das Ermitteln der Länge sparen können. Aber ja, also ja, ich neige eher dazu, etwas kompliziertere Lösungen erstmal zu finden und später dann zu vereinfachen. Aber in dem Fall lasse ich das mal so stehen. Also eine durchaus kompliziertere Lösung. Ich bin halt sehr von anderen Selektionen noch gewohnt, als ich so meine sehr aktive Zeit, wo ich Reports und so weiter generiert habe, wo ich sehr, sehr viel mit Subselects gearbeitet habe und dadurch meistens eine ganze Reihe von, wie hießen diese Dinger, jedenfalls solche Prozeduren, über die das dann nach und nach selektiert wurde. Mir fällt der Name nicht mehr ein. Es waren keine Makros, aber es waren im Endeffekt Elemente, mit denen man so eine Art Schleife in SQL arbeitet und man sich Datensatz für Datensatz durchhangelt. Und das war performance-technisch einfach eine furchtbare Konstruktion. Das heißt, egal wie schlimm man solche Subselects aufbaut, in dem Moment, wo das alles in eine Anweisung gepackt wird und man nicht sozusagen Datensätze einzeln abspeichert und dann Datensatz für Datensatz mit einem Statement durchläuft, ist das auf jeden Fall viel, viel performanter. Selbst wenn er hier viel unnötig selektieren muss, in der Hinsicht ist der Server meistens sehr, sehr viel schneller, als wenn man eben mit diesem anderen Konstrukt gearbeitet hat. Weiter zum nächsten. Jetzt ist das andere natürlich schon weg, aber
Ich submitte das jetzt nicht nochmal, sondern gehe einfach hier dann über den nächsten. Mal gucken. Okay, die ersten 10 sind auf jeden Fall durch. Also, was soll es diesmal werden? Query the list of city names starting with vowels. A-E-I-O-U. From stations. Your result cannot contain duplicates. Das klingt jetzt tatsächlich nach der Lösung, die ich vorhin schon mal hatte, als ich über den Like-Operator mit den geraden Zahlen gearbeitet habe. Aber dann machen wir das doch jetzt hier auch nochmal in der Form. Also ein Select und zwar nur Names, also nur City. Und das Ganze dann from Station natürlich. Und jetzt wieder die, nein, kein S, sondern Where. Und dann jetzt den netten Like-Operator. So, und zwar er soll mit den Buchstaben anfangen. Und dann natürlich die Oder-Verknüpfung. So, da muss ich jetzt noch nicht allzu viel ausprobieren, weil das sollte eigentlich dann recht einfach funktionieren. Also wir haben noch 4 weitere. 1, 2, 3, 4. So, Affen essen immer ohne Uhr. Run Code. Congratulations, you passed the sample test. Okay, das ist wieder ein etwas einfacher. Zumindest konnte ich mich schneller reindenken. Also, lass es gleich überprüfen und gucken, ob das regulär in Ordnung ist. Okay, passt. Also, gleich weiter zur nächsten. Query the list of city names ending with vowels. Okay, dann können wir einfach das Statement von vorhin übernehmen und wir ändern einfach die Position des Prozentzeichens. Und nehmen natürlich das Prozentzeichen hinten weg, weil es soll ja die letzte Stelle sein. So, your result cannot contain duplicates. Ich habe jetzt allerdings gar kein Distinct reingebracht. Wahrscheinlich hätte eigentlich noch ein Distinct reingehört. Aber er hat wahrscheinlich keinen Testfall drin. Okay, gucken wir mal, ob er diesmal einen Testfall drin hat. Das ist eigentlich ein sehr schön. Diesmal ist anscheinend das Distinct nötig. Das heißt, die Lösung davor war nicht korrekt, aber der Test war nicht korrekt genug, um den Fehler in der Lösung zu finden. Das ist echt schade. Da ist eine falsche Lösung als korrekt durchgegangen. Da werde ich gleich nochmal in den anderen Test zurückgehen und vorschlagen, dass die Testdaten mal noch so geändert werden, dass das Distinct wirklich notwendig ist. Weil sonst ist es ja eigentlich Unfug. Also bevor ich da jetzt in die nächste Challenge reingehe, gehen wir nochmal eins zurück. Weil normal hätte bei der Challenge... Er hat ja gesagt, your result cannot contain duplicates. Beziehungsweise mit cannot wäre eher die Frage, should not oder was? Also zumindest sie soll oder darf keine. Aber du hast trotzdem das Ding zugelassen. Warum? Mal gucken, was eigentlich passiert, wenn ich da einen Order reinhaue. Ist er dann durcheinander? Nee, das stört ihn nicht. Aber hast du jetzt hier tatsächlich keinen Doppelten drin, damit dir der Fehler auffällt? Wenn ich dir jetzt hier ein Distinct reinhaue, wird es ja wahrscheinlich keinen Fehler bringen. Nee. Das heißt, die Testdaten passen nicht. Okay, also das Test also succeed with true without use of Distinct. It suggests to expand the test data so that Distinct is needed to fulfill the test. Hatte ich den jetzt nochmal abgeschickt, den hatte ich jetzt nur durch den Test verlaufen lassen. Aber schicke ich den nochmal ab, weil ich will auf jeden Fall auch überprüft haben, ob der dann mit dem Distinct tatsächlich auch korrekt besteht. Ja. So, sind wir jetzt schon auf Stufe 8 oder ist es der... Ja, also 8 ist der nächste jetzt. So, was willst du diesmal? Query the list of city names from station with half vowels as boost the first and last characters. Jetzt ist natürlich die Frage, die sollen natürlich nicht gleichzeitig A und B auf der einen Seite haben, sondern letztlich ist es beides. Und zwar... geklammert. Also mal gucken, ob ich das gerade richtig denke, aber ich gehe davon aus, die müssen ja beide weiterhin oder sein, während diese hier ebenfalls und zwischen alle beide kommt ein und. Und die müssen natürlich zusammenhängen, bevor das und greift. Das heißt, egal, also es muss eine Bedingung sozusagen aus dem Block erfüllt sein, der hier, der einen entsprechenden Vokal am Ende hat, als auch einen, der einen am Anfang hat. Und einer, also im Endeffekt hier muss einer davon zumindest true sein und hier muss einer davon true sein und nur wenn beide eine 1 liefern, sollte da das richtige Ergebnis rauskommen. Und your result cannot contain duplicates. Also jetzt haben wir das zwar schon drin,
Aber wahrscheinlich, gucken wir mal, ob hier die Testdaten so sind. Ja, auch hier ist im Endeffekt das Ergebnis nicht so, dass... ja, also dass Testdaten da sind, die dafür sorgen würden, dass man ohne Distinct dort einen Fehler bekommt. Aber hier werde ich das jetzt nicht nochmal einstreuen. Ich bin mal gespannt, ob man auf das andere Submit, ob ich da irgendwann eine Rückmeldung bekomme. Aber ja, lassen wir es erstmal drin und schauen mal, ob das Ergebnis so, so korrekt ist dann. Okay, Challenge solved. Die gab 15 Punkte und dann weiter. So, was soll man diesmal machen? Query the list of city names from station that do not start with vowels. Your result cannot contain duplicates. Okay, jetzt drehen wir das Ganze um. Was jetzt aber auch nicht so viel schwieriger ist. Also jetzt ist wieder nur der Anfang gefragt. Also select distinct city from station where like. Und eigentlich müsste das jetzt eigentlich nur verneint werden. Das ist dann schon alles an der Stelle. Aber mal gucken, ob das... Ja, das ist nämlich jetzt der Trick. Man muss nämlich dann von oder auf und gehen, weil keine dieser Bedingungen darf jetzt erfüllt sein. Das heißt, während vorher das okay war, wenn eins davon ja, korrekt war, ist jetzt genau das Gegenteil der Fall. Jetzt müssen alle sozusagen in der Hinsicht erfüllt werden, dass sie nicht zutreffen, weil es darf ja keine von diesen zutreffen. Das hat dann weniger mit SQL als mit einfacher Logik zu tun. Und das Distinct lasse ich jetzt wieder drin. Keine Ahnung, was das alles für Städte sind. Ob die wirklich alle existieren oder ob die teilweise erfunden sind. Aber dann kann ich das gleich submitten. Das ist dann auch nicht kompliziert, weil es ja doch nur eine Abwandlung des bisherigen Like-Operators. Und auf zu Wetterstation Nummer 10. Und jetzt das gleiche nochmal umgekehrt. So, dann nehmen wir das wieder und drehen jetzt wieder das Prozentzeichen um. So, das war's dann schon. Sieht ganz so aus. Okay. Also, einmal am Ende mit dem Like-Operator, den Textvergleich und diesmal alles wieder, was nicht zutrifft. Und mal gucken, jetzt dann nochmal wieder beide zusammenmischen. Das wäre dann doch ein bisschen eintönig. Ja, okay, also nochmal die Mixtur aus beidem. So, den hatte ich ja schon. Nur, dass ich jetzt alles mit und verknüpfen kann, weil ja immer noch alle Bedingungen zutreffen müssen. Das heißt, ich kann jetzt die von dem anderen Test, also nochmal gucken, query of the list names from that area do not start with vowels or do not end. Das heißt nicht beides, sondern es soll tatsächlich jetzt oder verknüpft werden. Dann hier jetzt wieder die Klammer drum, damit das gebündelt wird und dann erst mit dem oder verknüpft wird. Das heißt, die beiden Ergebnisse, es muss eins von beiden zutreffen. Moment mal, also es muss eins von beiden, gucken wir mal, aber ich glaube, da ist noch ein Logikfehler drin. Nee, passt. Okay, achso, es soll eins von beiden, ja stimmt, hier habe ich ja schon den Nicht-Ausschluss drin. Deswegen ist, wenn eins von denen hier zutrifft, kommt es nicht ins Ergebnis oder wenn eins von denen hier zutrifft, kommt es nicht ins Ergebnis, dann passt es schon. Weil mit dem Like-Operator wäre es ja, also wenn ich nicht die Verneinung drin hätte, dann hätte das noch nicht gepasst, aber dann ist das so in Ordnung. Okay, das heißt, also es greift doch im Moment beides. Das heißt, es muss Anfang und Ende gleich sein. Aber ich dachte, also so wie ich es jetzt verstanden hätte, wäre das keine Stadt rein soll, die entweder mit einem Vokal startet oder mit einem Vokal endet. Also sie darf sowohl nicht anfangen als auch nicht enden. Und also ich finde es merkwürdig, dass das Ergebnis korrekt ist. Weil ich hätte gesagt, es dürfte keine Stadt drin sein, die mit A anfängt, egal ob sie jetzt auf dem Vokal endet oder nicht. Aber warum ist der Testcase an der Stelle korrekt? Weil sonst hätte ich hier eigentlich do not start with vowels and do not end with vowels. Dann würde ich sagen, dass nur dann, wenn im Endeffekt eben das, was aktuell selektiert wird, korrekt ist. Vielleicht verstehe ich das Englische auch irgendwie verkehrt. Aber was müsste ich eigentlich, genau, wenn ich jetzt das und reinnehmen würde, gucken wir mal, was er dazu sagt. Weil dann dürften jetzt nämlich nur die reinkommen, genau, jetzt kommen nur die rein, die tatsächlich vorne und hinten kein Vokal haben. Aber das wäre eigentlich das, wie ich die Bedingungen verstehen würde.
Okay, das heißt, das oder ist für mich missverständlich, weil eigentlich ist damit eher gemeint, dass die sowohl nicht mit dem, also nicht mit einem Vokal anfangen, als auch nicht mit einem Vokal enden. Na gut. Würde ich eigentlich in Frage stellen. Gucken wir mal in die Diskussion rein, wie dort das Ganze aufgenommen wurde. Okay. So, dann mal schauen, was in den Diskussionen dazu gesagt wurde. So, hier ist auch das oder. Da ist eher ein Problem, dass sie das mit den Likes nicht hinbekommen. Also an der Stelle bin ich, habe ich anscheinend mit einem Substring-Operation. Das klingt für mich dann an der Stelle wieder umständlich, weil ich da natürlich nicht dran gedacht habe, dass ich da erst eine Sub-Operation brauchen würde. Weil mit dem Like-Operator ist es ja auch absolut ausreichend. Ah, das hätte man natürlich auch noch in eine Like-Operation setzen können. Das ist natürlich auch interessant. Weil die eckigen Klammern sorgen dann dafür, dass man für eine Position, also eine Stelle, dann mehrere Optionen zur Auswahl stellt. Das heißt, die eckige Klammer sagt dann, okay, das ist eine Information, die beziehen sich alle auf einen einzelnen Platz. Ja, das ist dann ein Vermeidungszeichen, dass die nicht zulässig sind. Okay, aber sie haben nichts davon geschrieben, inwieweit das, womit ich jetzt gerade Probleme hatte, dass dort auch Städte auftauchen durften, die zwar vorne mit dem einen anfangen, aber hinten nicht mit dem anderen aufhören. Gut, dann sind wir fast durch. Die Gruppe mache ich heute noch fertig, die Basic Selects. So, also, Wetter der Station Nummer 12. Mal gucken, was wir jetzt noch haben. Also, create the list of city names from station that do not start with vowels and do not end with vowels. Okay, jetzt ist genau das andersrum. Also jetzt ist genau dieses Explizite, dass sie beides nicht haben dürfen und nicht nur... Nee, Moment. That do not start with vowels and do not end with vowels. Irgendwie ist mein Verständnis da genau andersrum. Das heißt, in dem Moment, dass ich jetzt... Wobei, jetzt kann ich das ja mal noch umformen. Also, wie war das? Das heißt, hier vorne die eckige Klammer, um dann das A, E, I, O, U reinzusetzen. Und ja, jetzt wäre natürlich die Frage, funktioniert das auch, wenn ich dort... Also machen wir es erstmal mit zwei Anweisungen. Einfach mal, damit ich dann das, was ich sozusagen bei dem anderen gerade gesehen habe, auch gleich anwenden kann. Die Frage ist jetzt, funktioniert das mit einer Anweisung, wenn ich das jetzt direkt reinsetze? Weil da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das dann die gleiche Wirkung hat, wie die eben verwendete. Genau. Weil hier ist nämlich dann jetzt beides zulässig. Das heißt, die einfache Lösung zumindest im Moment ist so, wenn ich dort die Regex dann nicht noch in irgendeiner Form anpasse, damit sichergestellt ist, dass wirklich beides nicht zutrifft. Create the list of city names from station that do not start with vowels and do not end with vowels. Also sie darf nicht damit anfangen und nicht damit enden. Das ist jetzt eigentlich genau das, wie ich die andere Aufgabe vorhin schon verstanden hätte. Dass es unzulässig ist, sowohl am Anfang als auch am Ende, aber jetzt ist tatsächlich... Egal ob hinten oder vorne oder beides, sind sie nicht zugelassen. Bei dem anderen war vorhin nur, wenn beides zutrifft, aber egal, also wenn nur ein zugetroffen hat, sollte es nicht stattfinden. Naja, okay. Dann ist es halt irgendwie so gemeint gewesen. Dann gucken wir mal, was jetzt noch als Abwechslung für die letzten drei kommt. Weil da haben wir jetzt die Wetterstation hinter uns gelassen und haben jetzt eine neue Challenge. Query the name of any students in student, where higher score than 75 marks. Okay, das ist die Tabelle. Order your output by the last three characters of each name. If two or more students both have name endings in the same last three characters, Bobby, Robbie, etc., secondary sort them by ascending ID. Ooh! Okay, also das eine ist natürlich, die letzten drei Charakter von einem Namen zu bekommen, nachdem dann sortiert werden soll. Das ist das eine. Die Schwierigkeit an der Stelle ist jetzt natürlich, da der Name unterschiedlich lang ist, ist die Frage mit der Text-Subfunktion die Schwierigkeit herauszubekommen, von wo muss ich letztlich die drei Dinger starten. So, da muss ich nochmal nachgucken. Weil natürlich gibt es sowas wie Substring oder irgendwas.
Genau, da ist nämlich der Vorteil, es gibt zwar Substring, das von an irgendeiner Stelle beginnt, aber es gibt eben auch andere Stringfunktionen, mal gucken, ob die funktionieren, wo ich dann nämlich mit Left oder Right direkt die gewünschte Anzahl von einer Seite rausbekommen kann. Aber dann fangen wir erstmal wieder mit einem einfachen Selector an, um zu gucken, was jetzt eigentlich genau in der Tabelle drin ist. Und wir haben jetzt eine Students-Tabelle. So, gucken wir erstmal, was in der Tabelle alles drin steht. So, also klar, die ID, die wieder nicht eindeutig ist, was für eine merkwürdige Datenbank. Also, wenn das eine Datenbank wäre, die ich zu administrieren habe, würde ich denen die Datenbank um die Ohren hauen, aber das ist ein anderes Thema. So, das heißt, wir haben jetzt hier, lassen wir mal das Sternchen drin und dann will ich hier jetzt noch erstmal den, was hat er gesagt? Ich sollte rechts, also right, und zwar von Name und zwar drei Ziffern, also beziehungsweise drei Stellen. Mal gucken, ob das passt. So, ta. Ja, okay, das passt. So, da ist jetzt wieder, da higher steht, muss 75 ausgeschlossen werden. Ja, was hier auch der Fall ist. Also Samantha selber mit 75 kommt nicht rein. Das heißt, die Filteroperation ist dann wieder die Where-Klausel und dann Marx größer 75. Soweit, so gut. So, jetzt soll ich order your output by the last three characters of each name. So, das heißt, wir haben jetzt eine order by. So, wenn ich richtig informiert bin, ist das Problem, dass ich diese Sachen, glaube ich, nicht als order by verwenden kann. Oder doch? Ja, doch. Okay, es funktioniert. Weil da war ich mir nicht mehr ganz sicher, inwieweit nämlich die dynamischen Queries sozusagen, diese Felder, dann zur Verfügung stehen. Auf der anderen Seite habe ich den nachher nicht, weil ich soll den ja nicht mit ausgeben, sondern ich soll nur den Namen ausgeben. Also das heißt, dann machen wir da jetzt das rein und ich soll nur Name ausgeben. Okay, und du bist aber nicht zufrieden. Okay, also was fehlt jetzt noch? Query the name of any students in students whose score is higher than 75 marks, order your output by the last three characters of each name. If two or more students both have names ending in the same last three characters, secondary sort them by ascending ID. Ah ja, also order by und dann ID und das ist descending. So. Und dann müsste es ihm ja jetzt auch nicht gefallen. Okay. Dann gib mir mal nochmal eine Komplettanzeige, was hier das Problem ist. Okay, Moment, ich brauche nochmal die Anzeige von dem, was hierbei rauskommt. Ah, ich soll Ascending machen. Habe ich mich verlesen. Okay, dann kann ich das Descending, also ich kann es explizit hinschreiben, aber es ist nicht notwendig, es explizit hinzuschreiben, weil Ascending ist der Default, wenn nichts angegeben wird. Also okay, nochmal zurück. Okay, jetzt ist er zufrieden. Gut, ja, das war bloß die falsche Sortierreihenfolge. Weil klar, Ascending muss eigentlich nicht erwähnt werden, weil nur wenn man Descending will, muss man das extra machen, aber dann ist auch okay. So, dafür gab es wieder 15 Punkte. Gut, und dann nochmal eine andere Tabelle. So, eine Frage, dass die Liste der Mitarbeiter, das Namenattribut, okay, from the employee table in alphabetical order. Was, das ist alles? Warte, query that prints a list of employee names from the employee table in alphabetical order. Okay, ein einfacher Select, also Select in dem Fall nur Name from employee und zwar mit einer alphabetischen Sortierung, order by name. Das ist alles? Okay, das war ja einfach. Doppelte sind auch okay. Ziemlich viele Doppelte drin. Aber gut, mehr ist es dann nicht. Gut, das war ja dann nochmal ziemlich einfach, so kurz vor Schluss. Mal gucken, ob das letzte noch etwas komplizierter ist. Weil zumindest soll jetzt wahrscheinlich noch
eine Aggregierung stattfinden. Mal gucken, Salaries. Also, breite Query, that prints a list of employee names. Das hat man ja gerade schon. Deswegen kann ich hier schon mal die Query wieder reinnehmen. Having a salary greater than 2000 per month. Who have been employees for lesser than 10 months. Sort yourself by sending employee ID. Okay, diesmal employee ID. Gut, also, die Werfilter. Als erstes soll das Salary größer 2000 sein und dann sollen weniger als 10 Monate bisher dort arbeiten. Kleiner 10. Aber diesmal nach Employee ID sortieren, aber wieder Ascending. So, das wäre eigentlich alles. Das heißt, ich gebe die Namen aus von allen Mitarbeitern, die mehr als 2000 verdienen, aber weniger als 10 Monate beschäftigt sind. Und es wird nach ID sortiert. Ja, easy. Easy. Da waren andere zwischendurch komplizierter, auch wenn sie meistens nur in meinem Kopf komplizierter waren. Aber dann ist das die letzte Query für heute. Soweit die erste Folge für HackerRank. Die Next Challenge werde ich jetzt noch nicht starten, sondern das werde ich dann beim nächsten Mal machen. Weil damit sind jetzt die Basic Selects alle durch. Und alle erfolgreich abgeschlossen. Und nächstes Mal werde ich dann mit dem Advanced Select Challenges starten. Mal gucken, was die dann direkt von mir wollen. Und ja, ich werde mich nicht weiter vorbereiten. Ich werde tatsächlich dann so wie heute auch dann on the fly hier und da nachgucken, wenn mir irgendeine Funktion nicht mehr geläufig ist, um das dann direkt zu machen, weil ich möchte ja selber direkt dann sehen, an wie viel kann ich mich noch erinnern und wie viel ist dann irgendwie ein bisschen neu oder komplett neu. Wie zum Beispiel der Prozentoperator, keine Ahnung, an den konnte ich mich echt nicht mehr erinnern, dass man damit eine direkte Modulo-Operation durchführen kann. Aber dazu sind wir hier. Können wir gemeinsam weiter lernen und weiter gucken oder halt Erinnerungen auffrischen, was wir schon mal gelernt haben und einfach zu lange nicht benutzt haben. Also, noch viel Spaß damit. Ihr könnt ja auch jederzeit selber bei HackerRank starten und entweder mit den SQL-Sachen weitergehen. Wobei es aber eben natürlich dann auch noch spannend wird, dann später die Algorithmen oder die Datenstrukturen zu machen. Aber jetzt im Moment erstmal SQL. Die ersten 20 sind gelöst und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!